Angesichts der früheren Terroraussagen des mutmaßlichen Messerangreifers von Brockstedt fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft laut der Nachrichtenagentur AFP Abschiebegefängnisse für gefährliche Asylbewerber. Ibrahim A. hätte nicht auf freiem Fuß sein dürfen, so Gewerkschaftschef Rainer Wendt zur Bild-Zeitung. Wir brauchen ein konsequentes Abschiebegewahrsam für gefährliche Flüchtlinge bis zum Tag ihrer Abschiebung und wenn das Jahre dauert. Die von ihm geforderten Abschiebegefängnisse könnten nach Ansicht von Wendt auch im Ausland angemietet werden, wenn als gefährlich eingestufte Migranten nicht von ihren Heimatländern zurückgenommen würden. Außerdem forderte der Gewerkschaftschef eine bundesweit einsehbare elektronische Gemeinschaftsakte aller beteiligten Behörden für illegal Eingereiste. Polizisten und Beamte müssten jederzeit wissen, wer vor ihnen steht und wer zuständig ist. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hält Abschiebegefängnisse für sinnvoll.